Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play nach Assetto Corsa in der Version 1.16.3. Im heutigen Video möchte ich mal nichts erklären, das heißt, ich versuche nichts zu erklären. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie geil Assetto Corsa am 22.08.2018 auf meinem Rechner aussieht. Ich bin hier gerade nämlich alleine gefahren und da habe ich mir gedacht, nee, komm, jetzt schnallst du das Mikro an und nimmst mal die Abonnenten mit oder auch andere Leute, die zugucken, um zu zeigen, wie geil das eigentlich hier funktioniert. Assetto Corsa war nie dazu gedacht, in der Nacht rumzufahren. Und ich finde halt Assetto Corsa so geil, wenn man mit den Straßenfahrzeugen fahren kann. Ja, und das Ganze jetzt mit funktionierenden Scheinwerfern und anderen netten Dingen, die funktionieren, einfach großartig. In der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu den Sachen, die ich hier benutze, damit es so aussieht. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn es tut sich gerade einiges. Ich habe seit ein paar Tagen so einen Discord-Account, weil ich immer auf dem neuesten Stand sein möchte, was Ilya Yusupov Shader Patch anbelangt. Also ich bin hier in der Preview Version 51 unterwegs, in der neuesten Version des Content Managers und in der neuesten Version der Good and Bad Weather Suite von Peter Böser. Also alles brandaktuell. Wenn dieses Video allerdings rauskommen wird, also jetzt für dich in diesem Moment, handelt es sich schon wieder um veraltete Versionen, zumindest der Shader Patches, weil da einfach alle 2 Stunden oder so kommt da eine neue Version raus und alle paar Minuten wird irgendein neuer Patch für eine Strecke geladen, was Ambient Occlusion oder die Streckenbeleuchtung anbelangt. Da kann man eigentlich nie so richtig auf dem neuesten Stand sein, außer man macht einen Livestream und lädt es dann da runter und zeigt alles in Echtzeit. Aber genug gelabert, hier sind schon wieder alle rausgefahren aus der Box. Vor diesem Vehikel hier hinten schaffen wir es noch raus. Was haben wir denn da? Sieht Porsche-mäßig aus, oder? Ah, schlecht zu erkennen. Ja, und auf was ihr bitte achten solltet, sind auf jeden Fall die ganzen Streckenbeleuchtungen und wie sie das Cockpit bescheinen, sieht man jetzt hier wundervoll. Und auch, was die Scheinwerfer tun, wenn man bremst. Ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Vorher zum ersten Mal. Ich habe nämlich versucht, auf das Entfernungsschild zu linsen und es war dann plötzlich nicht mehr beschienen und ich konnte es nicht mehr lesen. Habe mich total verbremst und da ist mir aufgefallen, das Scheinwerferlicht geht nach unten, wenn ich bremse, also je nach Lage des Fahrzeuges. Super realistisch. Zack, da hat man es gerade ganz gut gesehen an dem gelben Banner. Jetzt musste ich gerade nur aufhören zu sprechen, um auf den Porsche zu hören, ob der nicht nah genug an mir dran ist. Hier schön, zack, wird alles beschienen. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh, doch zu schnell. Ich habe gedacht, ich lasse mich hier gemütlich rumrollen. Ich bin neulich in Project Cars 2 rumgefahren in der Nacht. Da habe ich euch nicht mitgenommen. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht warum. Hätte euch eigentlich auch mitnehmen können. Ich habe so eine ähnliche Spazierfahrt irgendwo gemacht in der Nacht. Ich glaube auf... Nee, Road Atlanta. Nee, die gibt es glaube ich gar nicht in Project Cars. Da war es nicht. Naja, auf jeden Fall sieht es natürlich in Project Cars 2 viel geiler aus, was die Reflexion anbelangt. Und die Farben von den Fahrzeugen einfach. Das ist mein subjektiver Eindruck. Aber muss schon sagen, für das, dass die Nacht nie für Assetto Corsa gedacht oder angedacht war, sieht es schon verdammt geil aus. Also ich finde es sehr, sehr gut, aber ich habe auch nie was erwartet. Also ich bin ohne Erwartungen, was Nacht und Regen anbelangt, in Assetto Corsa reingegangen. Ich wusste das, dass es das eigentlich nicht geben wird und war damit glücklich, weil in Assetto Corsa kann man einfach mit den Straßenfahrzeugen fahren, was unheimlich viel Spaß macht, mir zumindest. Und ja, jetzt wird man so überrascht und bekommt so tolle Mods hier präsentiert. Okay, die 90er KI ist schon ein bisschen zu schwach. Zack, wie der BMW, wie der einfach in den Rückspiegeln aussieht. Fantastisch. Ich habe natürlich auch in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen alles andere mitbekommen. Wenn ich keine Videos mache, dann liegt es einfach daran, dass ich, also dass mir entweder die Muse fehlt oder dass ich viel zu tun habe. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin dreifacher Familienvater. Wisst ihr eigentlich, wie alt ich bin? Habe ich das mal gesagt? Ich bin noch nicht 33, aber bald. Ja, also gehöre eher zu den jüngeren Simracern, aber zu den älteren Leuten, die solche Videos machen.
Ich habe gedacht, wenn man hier mal in der Nacht rumfährt, kann man auch mal über solche Dinge sprechen. Nee, ich habe zum Beispiel mir auch die WTCR in Race from Racing geholt. Bin ich auch mächtig geil, also der Preis war okay, ich glaube 14,99 oder so hat es gekostet und macht Spaß. Bin mit meinem Sohn auf Anderstorp rumgefahren im Seat Leon oder Seat Cupra. WTCR kann sich hören, sehen und fühlen lassen. Aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, so ein vorbereitetes Let's Play dazu zu machen, wo ich ein bisschen was über die ganzen Fahrzeuge sage. Aber das haben andere YouTuber, die ihr schaut, auch schon gemacht. Also von daher fühle ich mich jetzt da nicht genötigt, unbedingt ein Video machen zu müssen. Ich mache jetzt sowieso nur noch Videos, wenn ich wirklich, ja, wenn es mich wirklich packt und ich Lust drauf habe. So wie jetzt, dass ich einfach gemerkt habe, uiuiuiui, du kommst aber früh. Dass ich gemerkt habe, boah, das sieht so geil aus. Oder es passt einfach alles hier, wenn man in der Nacht rumfährt. Das müssen mal die Leute, die sich für Simracing interessieren, mitbekommen, falls sie es noch nicht getan haben. Also das mit den Scheinwerfern gefällt mir schon unglaublich gut, dass die so nach unten gehen. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Vielleicht ist es auch neu jetzt. In meinem letzten unkommentierten Video habe ich euch was gezeigt, die Ambient Occlusion, also die Umgebungsverdeckung oder Verdunklung. Da geht es einfach darum, dass Objekte, die beschienen werden, nicht nur einen Schatten werfen, sondern auch durch indirektes Licht Schatten werfen. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also wenn ich jetzt hier mit meinem Scheinwerfer an die Wand leuchte, dann bekommt der Audi R8 hier vorne was von meinem von der Wand reflektierten Scheinwerferlicht ab. Auch wenn es mit dem bloßen Auge nicht wirklich sichtbar ist, was er da abbekommt. Was man dann aber sieht, sind die Schatten, die sich auf dem Audi R8 hier oder auf den Fahrzeugen, die hier auf der Strecke unterwegs sind, die Schatten, die sich darauf bilden, die sieht man dann wieder. Und die stellen einfach das Objekt, oder hier in dem Fall das Fahrzeug, besser dar. Oder realistischer dar. Man hat das Gefühl, es sei detailreicher oder mehr, hätte mehr räumliche Tiefe. Ja, und das Ganze wurde jetzt gemacht mit Streckenobjekten rund um die Strecke herum. Und auf dem Feldbergring sieht man das vor allem gut an dieser Hütte. Habe ich ja in dem Video gezeigt. Aber ich habe nichts dazu gesagt, weil diese ganze Thematik überspringt oder überschreitet meinen Horizont ein wenig. Ich finde es auch verblüffend, was gemacht werden kann mit so ein paar Sachen, die man in einen PC hineinbaut. Die arbeiten dann vor sich hin und schon kann man hier vor einem Bildschirm sitzen und ja, Auto fahren. In der Nacht mit Scheinwerfern, die funktionieren und irgendwelche Lichter reflektieren. Fantastisch. Und nein, ich habe nichts getrunken. Und nein, ich habe nicht irgendwelche Substanzen zu mir genommen, dass ich sowas hier erzähle. Ich finde es einfach nur sensationell gut. So, jetzt gucken wir mal. Gibt es hier nicht irgendwo noch einen Lamborghini Huracan? Habe ich vorher gesehen. Da kommt irgendwas Schnelles raus. Na also, das ist der Gallardo, glaube ich, auch ein guter Freund von uns. Denn der hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, denselben Motor oder so einen ähnlichen drin. Hört sich auch sehr ähnlich an. Also die Rückleuchten gefallen mir schon sehr, sehr gut. Falls ich mal ein paar, weiß nicht, 200.000 wird das Ding wahrscheinlich kosten, oder? So um den Dreh rum. Wenn ich die mal übrig habe, dann kaufe ich mir den vielleicht. Für ein Wochenende. Ja. Au, geil! Sensationell! Habt ihr das gesehen? Das sah so aus wie Warnblinker. Wenn der voll in die Eisen geht. Also so wie im echten Leben. Ist mir einmal passiert. Einmal im Leben musste ich so stark bremsen, dass meine Warnblinkanlage... Ja, tatsächlich. Ja, krass.
Sensationell. Das wusste ich noch gar nicht. Also ich habe davon gelesen, aber ich wusste nicht, dass der Gallardo das hat. Zack, wenn der hart in die Eisen geht, kommt einfach die Warnblinkanlage. Sehr schön. Also ja, im echten Leben ist mir das nur einmal passiert. Da bin ich dann ein bisschen erschrocken, was das Auto so macht. Seitdem mache ich immer mal wieder Vollbremsungen, wenn niemand hinter mir ist auf der Landstraße von 100 runter. Kann ich euch nur empfehlen. Natürlich mache ich das ohne die Kinder und ohne meine Frau an Bord. Einfach um zu wissen, was macht das Fahrzeug. Ich habe auch ausprobiert, so zu bremsen, dass das ABS nicht einsetzt. Alles mal testen. Ich fahre zwar nur einen Touran, aber auch mit dem Touran muss man wissen, was er tut, wenn es zu brenzlichen Situationen kommt. Das ist auf jeden Fall meine Ansicht. Ich habe keinen Bock, überrascht zu werden, wenn irgendjemand auf der Autobahn wieder hinter einem Laster mit 100 rauszieht, wenn man mit 180 angeballert kommt, mit 1,6 Tonnen. Wenn man dann erschrickt, dass irgendwie das ABS einsetzt, okay, das war sehr unsauber gefahren gerade, dann hat man, glaube ich, ein Problem. Naja, aber ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist hier gerade ein bisschen einsam. Also das Einzige, was ich gerade nicht geladen habe, ist der... ist der Patch oder die Mod von Peter Böse. Der hat nochmal die KI New Behavior Datei von Ilya Yusupov verändert. Einfach, dass die KI auch auf kürzeren Strecken als 7 Kilometer nochmal vor einen kopiert wird. Ich glaube 3 Sekunden oder so sind es. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Habe nichts mehr gesehen, weil die Scheinwerfer so nach unten gegangen sind. Ja, die habe ich jetzt wieder deaktiviert, dass ich bei Drag Days auf kürzeren Strecken, dass ich da dieses, die KI kopiert sich von hinten nach vorne nicht habe. Weil ein bisschen beansprucht es die CPU dann schon. Und dann lade ich mir hier lieber 18 verschiedene Gegner auf die Strecke und guck mal, wen ich so einfangen kann. Was toll ist, ist übrigens hier die Heckpartie, die man im Rückspiegel sieht. Die Spiegel habe ich vorher mal eingestellt im BMW M3 und die stellen sich dann für alle anderen Fahrzeuge auch mit ein. Finde ich sensationell sowas. Wenn das Ding wirklich reif ist, diese App, und ist, dann werde ich vielleicht ein Video dazu machen. Oder falls jetzt jemand lieb fragt, hey, kannst du mal zeigen, dann werde ich es tun. War nicht ganz so einfach, das zum Laufen zu bekommen. Also man muss... Verdammt. Ich habe ihn berührt. Ich wollte es eigentlich noch schaffen. Naja, ist ja nur Nissan. Ja, also falls ihr da Interesse habt, falls ihr da was sehen wollt, ein Video, wie ich das erkläre, wie man das zum Laufen bekommt, dann kann ich das vielleicht sogar machen in den nächsten Tagen. Aber wie gesagt, kann dann auch sein, dass es schon wieder nicht aktuell ist, wenn das Video dann rauskommen wird. Also es kann sein, dass sich dann irgendwelche Dinge so verändert haben, dass es dann gar nicht mehr so funktioniert, wie ich es im Video zeige. Ich meine, das erste Video, das ich gemacht habe zum Shaders-Patch, das war ja mit dem Mazda MX-5 Cup, glaube ich, auf Brands Hatch. Als es rauskam, gab es schon wieder neuere Patches und Dateien, die das Ganze leichter gemacht haben, zumindest was das Installieren anbelangt. Ja. Aber kann ich dann auf jeden Fall machen. Kein Problem, aber ich hatte jetzt heute Abend nicht so die Muße. So, ich würde sagen, noch eine Runde, dann fahre ich in die Box rein, dann sieht man da die Beleuchtung auch noch ein bisschen und dann sage ich Ciao. Schon spät wieder, nach 11. Machen wir mal das Licht aus. Ah, sieht schon geil aus. Also für Assetto Corsa. Ich liebe es, wenn diese Flammen hinten rauszückeln und dann den Asphalt beleuchten. Sehr schön einfach. Ja, und die Farben und die Reflexion auf den Fahrzeugen selbst, die sehen in der Nacht nicht so gut aus. Oder mit dem Shaders Patch.
Aber es kann mir vollkommen egal sein, solange ich in der Nacht rumfahren kann. In Assetto Corsa. Nee, das ist einfach doof. Im zweiten Gang zu schalten, war nicht so gut. Ja, meinem Vater wollte ich den Shaders-Patch auch zeigen, beziehungsweise das Ganze. Ich glaube, wann war er da? Vor 4 Tagen oder so. Ja, und dann hatte ich es irgendwie verballert. Ich habe ein paar Dateien irgendwie doppelt kopiert oder im Ordner gehabt und dann hat es nicht funktioniert. Dann sah das Gras auf der Nordschleife in der Nacht, sah dann total doof aus, so schwarze Flecken und so. Ja, dann war mein Vater weg und dann bin ich drauf gekommen, oh nein, ich hatte noch alte Dateien da irgendwie drin. Ja, war nicht so glücklich. Meistens so, wenn man mit irgendwas so angeben will oder so zeigen will, hey, guck mal, das sieht jetzt voll geil aus, dann, ja, geht's nicht. Aber hier hat es jetzt geklappt. Alles sah so aus, wie ich mir das vorstelle. Der BMW M3 hat geblinkt, der Gallardo hat auch geblinkt, was ich ziemlich geil finde mit diesem, wenn das ABS einsetzt oder man einfach eine Notbremsung vornimmt, dass dann die Warnblinkanlage angeht. Super kleines Feature, das alles so ein bisschen authentischer macht. Auch dass man da vorne jetzt hier und die Bremslichter, ich weiß nicht, ob ihr es auf YouTube seht, aber ich habe das gerade gesehen, da fuhr gerade einer und hat da gebremst und eingelenkt oben in die erste Kurve. Und das hat man von hier aus auch gesehen, das ist jetzt auch neu, dass man ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Distanz hat in der Wahrnehmung dieser Lichter. Ja, also ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, ich habe nicht zu viel erklärt. War nämlich nicht meine Absicht. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein und wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt einfach in den Kommentaren nach. Entweder beantworte ich dann die Frage oder gebe meinen Senf dazu oder ein anderer tut es. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!